Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es darum, aktuell den Fall von Gil Ufari. Und ich werde dazu ein kurzes Statement machen, weil mich einige Leute in meinem Umkreis gefragt haben: Andi, wie siehst du das? Du bist auch so wie er Jude. Was hat das Auswirkungen in der jüdischen Gemeinde oder hat es überhaupt Auswirkungen? Und ja, zuerst schauen wir uns erstmal an den Bericht vom MDR, ja, Rundfunk, Mitteldeutschen Rundfunk, was die jetzt dazu kurz gesagt haben. Und dann kurz das Statement vom Herrn Ufari. Ja. Und dann mein Fazit. Es ist ein Paukenschlag im Prozess gegen Gil Ufari. Am heutigen 6. Prozesstag ahnt anfangs noch niemand, welchen Lauf die Anhörung nimmt. Der Musiker räumt vor Gericht ein, dass seine bisherigen Anschuldigungen gelogen waren. Das Verfahren wird unter Auflagen eingeschränkt. Im Falle von Herrn Ufari ist es die Zahlung von 10.000 Euro an zwei gemeinnützige Einrichtungen. Sollte Herr Ufari diese Auflagen erfüllen, würde das Verfahren endgültig eingestellt werden. Dies stellt dann keine Verurteilung dar. Sollte Herr Ufari die Auflage nicht erfüllen, müsste das Verfahren allerdings neu starten mit dann vollkommen offenem Ausgang. Ja, und das alles jetzt in einer aufgeheizten gesellschaftlichen Situationen auch für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Wir schalten zu meiner Kollegin Nadja Malak. Nadja, du warst ja auch von Beginn an beim Prozess dabei. Warum, denkst du, kam gerade heute dieses Geständnis von Gil Ufari? Zum einen, es wurde ja auch schon im Beitrag angesprochen, dass es Beweise gab, sehr deutliche Hinweise, Zeugenaussagen, dass das ja eigentlich nicht so geschehen sein kann, wie Ufari es geschildert hat, vor allen Dingen der Digitalforensiker, der dargelegt hat, dass... Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Dann schauen wir uns mal dann an das Interview, was er dazu sagen hat. Und dann mache ich mein Fazit. Ich würde jetzt auch nicht so das so sehen, dass alle Juden super beleidigt sind, alle, oh, wir werden das Universum... Wir werden alle sterben und so, das ist ein bisschen halt medienmäßig, müssen immer übertreiben. Ich kenne persönlich nicht den Ufari und mir geht er am allerwertesten vorbei. Also ich in der Tanach steht drin, wie wir etwas machen sollen, auf uns selbst schauen sollen und nicht auf andere. Und ja, im öffentlichen Raum hin oder her, meine Güte, die Propheten waren auch im öffentlichen Raum und waren auch nicht so geliebt, wenn sie mal sich gehört haben oder wenn, und trotzdem haben wir es überlebt. Es ist halt, wie es ist, meine Güte. Hat er halt gemacht. Hat er sich halt bestimmt dabei gedacht, ich nehme die rote Karte. Macht man ja, könnte man machen in Deutschland sehr oft. Klappt ja nicht, ne? dank des Grundgesetzes von Artikel 1 bis 20. Ne, alle Menschen, die hier leben, müssen sich anpassen, auch wie Juden. Und von daher stimmt schon der Einwand nicht, ja, aber der Jude darf dies und das und die regieren die Welt. Ja, wenn wir die Welt regieren würden, dann müsste er seine Lüge hier nicht gestehen. Dann könnte er das alles umdrehen. Ja, super. Und da war es mit der Welt regieren. Noch nicht. Rothschild. Hätte Rothschild anrufen sollen. Rothschild, hilf mir raus. Erfinde irgendeine Lüge. Ah ja, ich bin Opfer des Holocaust. Ja, Moment mal, das ist nicht stattgefunden, Ufari. Ach scheiße, irgendwas fällt uns doch nur ein. Ja, hat nicht stattgefunden, leider. So, ja, jetzt machen wir das Interview. Was sagt der Herr Ufari drin? Was sagt er da in dem Bild? Vorwurf noch einmal aufgenommen? Absolut, weil es passiert ist. Entschuldigen Sie bitte, ich habe... Natürlich, die letzten Tage waren nicht schön und ich bin nach wie vor betroffen. Denn ich wurde antisemitisch beleidigt. Ah, okay, das war früher, das ist nicht aktuell. Danke, Bild, dass ihr das hinschreibt. Bildausschnitt vom 18. Oktober 2021. Ja, das ist auch gut. Okay, dann wissen wir seine Aussage, die er gemacht hat. Man vergisst ja nie, ne? Ja. So, also wurde beleidigt angeblich, ist aber jetzt nicht so aufgetreten. Gut, das war so das, was er gesagt hat. Hat nicht stattgefunden. Hm.
Ja. Ja, mein Fazit ist, was soll ich dazu sagen? Mir geht am Arsch vorbei. Ganz ehrlich. Wenn man mich fragt, Andi, wie ist deine jüdische Meinung dazu, da du ja auch Jude bist, so wie der Kerl? Also ich, ganz ehrlich, Herbert oder jeder, der sich das Video anschaut, ruhig verteilen, mir so scheißegal, mir geht der Ofari am Arsch vorbei, wirklich am Arsch. Das meine ich auch so. Ich muss einfach lachen. Ich bin immer so positiv eingestellt, ne? Durch meine NATO-Erfahrung ist das halt einfach so, ja. Aber mir geht er am Arsch vorbei, und wenn er sowas gemacht hat, dann hat er das halt gemacht, und sollte er sterben, wird er ewig in seine gerechte Strafe zuführen. Ansonsten sollten wir nicht davon ausgehen, dass alle jetzt Juden so sind, ne? Und die rote Karte spielen. Ist natürlich nicht korrekt, was Homo Farin gemacht hat, ist wirklich nicht korrekt. Aber was soll ich dazu sagen? Ne? Wenn jemand das macht, dann ist doch halt, sollte immer der Mensch an sich gesehen werden, Individualität, ne? Nicht vergessen. Wir können auch nicht sagen, wenn da eine Moslem sagt, hey, ich springe da ein paar Leute in die Luft, im Namen von Allah, und ich lese ja den Koran, und da steht zusätzlich, ne, weil mich das auch interessiert, und da finde ich nichts da nicht drin, dann sage ich, ja, scheiße, Mann, Alter, es war bestimmt wieder mal, weil so nicht richtig aufgepasst hat in der Schule. Und dann macht er das, und dann hat das nichts mit dem zu tun, was er behauptet, ne, ganz klar. Aber was lernen wir daraus? Also mein Fazit zum Schluss für Sie und alle: Glauben Sie nicht immer, was die Bild sagt. Die Bild wirklich, die waren nicht die allein da hier. Also Bild sind jetzt nicht die Bösewichte, das haben auch viele andere so berichtet. Aber glauben Sie nicht immer alles, was die Leute sagen. Glauben Sie nicht immer, was bei Till Lindemann auch war und andere Kachelmann, sondern machen Sie sich erst ein bisschen schlau. Schauen Sie auf die Lippen von den Leuten, auf die Bewegung der Lippen, auf die Mundwinkel. Und wenn das Sie nicht erkennen können, weil er einfach zu gut die zweite Wahrheit sagt, das wäre dann die Lüge, die ihn in die zweite Wahrheit wandelt man um, dann fragen Sie sich, gibt es Aufnahmen? Kann ich das nachvollziehen? Und wenn nicht, dann muss das Ergebnis abgewartet werden, Staatsanwaltschaft, die Untersuchung, was die dazu sagen, der Prozess, und dann sollte man daraus sein Urteil nehmen. Manchmal geht es halt nicht früher. Aber in dem Fall gab es ja Aufnahmen, die vorher schon bestätigt haben, bevor der Forensiker gekommen ist, dass das nicht stimmt. Ich habe da so nebenbei mitbekommen, weil, wie gesagt, mir geht's auch vorbei. Es ist mir total egal, ob jetzt irgendein großer jüdischer Komiker in Amerika oder in Deutschland was macht, weil mich interessiert das nicht bei solchen Sachen. Ey Leute, das ist kein Rassismus. Wenn jemand selbst mir das sagen würde, ich solle meine Kippa runter tun. Das ist sein Haus, das ist sein, das ist ganz ehrlich, das ist das Haus von der Person. Und wenn das ein Hotel ist und da gibt es Regeln, und im Hotel ist eine Regel, keiner darf eine Kippa tragen, keiner, egal ob Muslime, Papst, schlag mich tot, Bischof oder Oberrabbiner oder Superrabbiner, dann ist das so, dann möchte man einfach das nicht haben, weil die Person, der Chef vom Hotel ist, sagt, ey, ich habe diesen Religion Mist, keinen Bock auf den Scheiß, ich bin ein Hotelfachmann, ich will Geschäfte machen, ich will keine irgendwelche Neider oder sonstige Konflikte, also jeder, der reinkommt, boom, kein Davidstern, boom, kein das und das, und fertig. Eine ganz einfache Sache. Ja? Und dann ist also hat nichts mit Rassismus zu tun, würde ich noch hinzufügen, und nicht mit Beleidigung. Ne? Das ist einfach gesunder Menschenverstand. Egal wie, der Jesus, der hat es ja mal richtig gut vorgemacht. Ich zitiere manchmal Jesus und nicht die Propheten, weil ich finde, dass einfach diesen, das machen wir Reformer-Juden, nicht alle, aber einige machen es, weil, wie auch Lapide Ehemann gesagt hat, manche Sätze waren ja richtig vernünftig, wie was dem Kaiser gehört, das gibt dem Kaiser, und was dem Gott, ne, gibt Gott. Also in dem Fall, da hat er schon getrennt und gesagt, das ist der Staat, das ist was
Staat Gesetze geregelt werden und das, was Religion ist, das lassen wir halt zu Hause. Ne? Es sei denn, du gehst natürlich in eine Moschee, da solltest du schon dich an den Pflegeheiten der Moschee halten. Ganz klar, ist ja genauso wie beim Hotel, wo man sich dran hält. Und da, wenn du jetzt in der Synagoge gehst und da hat er die Kippe angezogen, da kannst du das nicht machen, aber musst du nicht machen. Also bei uns Juden ist das nicht so. Wir zwingen niemanden, eine Kippa zu tragen. Ne? Du kannst es machen als Jude. Du musst es nicht, wirklich nicht. Also sei nur ein bisschen bei den Ultraorthodoxen. Du hast Pech und der Rabbiner besteht drauf. Dann musst du das. Aber eine Kippa aufzukommen, stirbt doch keiner davon. Ne? Und da, das ist meine Meinung dazu. Und ja, abonniere den Kanal, like die Videos und ein bisschen kürzer. Und schreiben Sie mir einfach rein, welche Themen Sie noch hören wollen, zu welchen Themen wollen Sie noch ein Feedback haben. Und dann kann ich das gerne machen. Ja, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und zu verteilen vor allem.